Hallo MOBA-Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Diesmal möchte ich euch zeigen, wie weit ich jetzt schon mal meine Anlage gemacht habe. Ist ein bisschen was getan, sie fährt. Möchte ich euch als erstes dann erstmal meine Verkabelung zeigen, meine Paneele. Also eins ist fertig, andere habe ich bedürftig zusammengeklemmt, dass ich fahren habe können. Was habe ich noch gemacht? Gleise gereinigt. Das ist ja Wahnsinn, wie man da bloß noch, nur noch am Putzen ist. Dann möchte ich euch auch noch ein Fahrvideo zeigen. Und alles weitere zeige ich euch dann sofort. So, hallo. Willkommen nochmal. Erstmal an meine Abonnenten, hallo. Und die, wo neu sind oder zum ersten Mal auf meinen Kanal gekommen sind, könnt ihr da unten gleich mal liken, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Hab noch viel vor, hab noch Großes vor. Und wie gesagt, was ich als gemacht habe und was als fällig ist, das zeige ich jetzt nur ganz genau. Also, wie ihr seht, ist hier jetzt ein Panel, wo eigentlich soweit fertig ist, mit der IEK Belegmelde und Rückmelde die Kohle. 4 Stück mal auf diesem Brett. Damit habe ich jetzt quasi der gesamte, diesen Schattenbahnhof ist komplett überwacht. Dann ist überwacht der gesamte Bahnhof von da hinten bis hierher. Auch wieder in drei, also jeweils drei Abschnitten. Abschnitt, also Stoppstelle 1, in der Mitte ist quasi die Bremsstrecke. Und hinten, Moment, ich gehe rüber, da ist dann quasi ja jeweils der zweite Stopp. Einmal hier und einmal hier. Und was ich jetzt noch nicht überwacht habe, ist da hinten der Stickle. So sieht man es. Hinten sieht man noch ein bisschen Kabelgeschäft. Das muss ich jetzt dann da, weil das bin ich mir überlegen. Weil das habe ich immer provisorisch anklemmt, weil das möchte ich auf jeden Fall auch noch überwachen. Aber ich habe folgendes Problem mit der Fahrtrichtung. Da habe ich schon mal mit dem Sven geschwätzt. Und gestern ist es ja gleich ein Rolf ist es auch gleich aufgefallen, dass ich ja auf der falschen Fahrseite fahre. Das gibt sich aber irgendwie. Wenn ich jetzt auf der richtigen Fahrseite fahren würde, dann komme ich da nicht mehr drauf. Moment, B2. Dann komme ich hier nicht mehr drauf auf meine Gleise. Also sprich, auf das Gleis komme ich dann nie wieder drauf. Nur noch, wenn ich rückwärts fahre. Hier wäre es ja nicht so schlimm. Aber an dem Schattenbahnhof zum Beispiel, wenn jetzt ich hier einfahren würde, auf der richtigen Fahrseite, dann passen meine Blöcke nicht mehr. Weil ich habe ja hier, Moment, ich kann weiter weg. Habe hier quasi Stoppstelle, 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 Stoppstelle und der hintere Bereich ist ja der Bremsabschnitt. Bis dahinter ist ja der Bremsabschnitt. Und somit wird das eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Und wenn jetzt ich auf der falschen Seite fahre, sprich auf dieser Strecke hin und im inneren Kreis quasi auf der Bahnhof drauf, weil so komme ich dann immer auf Gleis 1, Gleis 2 und das ist eigentlich mein Rückfahrgleis. So war eigentlich mein Gedanke. Und das ist jetzt natürlich dumm gelaufen irgendwie. Das ist halt mein Plan, dass ich ein Gleis, dieses Gleis, werde ich abkappen, eingleisig weiterfahren und das andere Gleis bin mir nicht sicher. Also das ist jetzt noch offen. Also bis jetzt fahre ich auf der falschen Seite. Das bleibt doch mal vorerst so. Weil ich, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das jetzt bewirkt soll, ohne dass ich alles wieder zerpflücken muss. Mir persönlich wäre es egal, aber der Modellbahnpolizei würde es sicher nicht gefallen. Aber ist auch meine Fantasieanlage, wo ja ich mir baue und denen, wo es gefällt, denen gibt mir eh einen Daumen nach unten. Und denen, wo es gefällt, abonniere den Kanal und schau mir weiterhin in dem Fall. Vielleicht lasse ich es auch so, dass ich wirklich auf der falschen Seite fahre. Das ist mir persönlich ist es wurscht. Aber mal schauen. Jetzt gerade mal noch in die Zukunft. Oben habe ich ja das Gleis. Moment. Hier ist ja das Gleis. Die Weiche, die wird dann nach oben gehen. Auf der Höhe auf definierten. Welche weiß ich noch, die geht quasi dann da rüber. Geht hier in der Ecke. Also ab hier ist halt, sieht man gar nichts, gell? Ab hier ist quasi der Tunnel,
Portal. Und ja, das andere Weichgleis soll dann hier oben weiterfahren. Einmal rüber. Wieder zurück. Hier wieder rein soll es dann wieder. Sprich eingleisig. Und der andere geht dann oben rüber und zurück und hier wieder rein. Das muss ich jetzt mal gucken, ob ich das mache oder ich weiß es nicht. Mal schauen, wie es wird. Ja, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Gerade wieder mein Ding. Da drüben, auf dem Bereich, da sind wir wieder auf der richtigen Seite. Also sprich, auf dieser Seite fahren wir immer richtig rum. Zwar auf der anderen Seite von mir ein Planungsfehler. Habe ich auch in Obacht gegeben, weil wie gesagt, ich habe auch daran gedacht, dass es bei der Eisenbahn auch rechts und links gibt. Oder es gibt es aber auch doch in verschiedenen Ländern, wo sie auch links fahren und ist halt in Deutschland. Aber das ist, mal gucken. Hier ist ja klar, Brems, Stoppstelle, der Rest des Gleises bis dahin her ist wieder Bremsweg, da auch Bremsweg. Stoppstelle, da fehlt eine Weiche, die muss ich noch ein, die ist mir verreckt. Da ist dann auch hier Bremsstelle, ja, Stoppstelle und hier ist die Stoppstelle. Dann geht es auch wieder rüber in den anderen Schattenbahnhof. Auch wieder, wie gesagt, mit die Kehrschleifen, das erste Sensorgleis von der Kehrschleife geht von hier weg, also sprich nach der Weiche bis hierher. Und dann geht es rüber bis da nachher. Genau. Da habe ich jetzt noch nichts überwacht, weil ich, sieht man vielleicht, wenn ich hier runterschwenke, da ist das Panel, das ist noch komplett leer. Da habe ich halt mal provisorisch zusammengeklemmt. Ich rück mal die Krone und das ganze Gelumpe ist ja schon alles da. Muss ich bloß noch alles mal nochmal einbauen. Und dann ist das eigentlich soweit. Taco, sag ich mal, ja. Ja, jetzt schenke ich gerade nochmal über die ganze gesamte. Also sprich, kleine Schattenbahnhof. Fahrt mal rüber zum kleinen Bahnhof oder ja, oder Güterhalt, ich weiß nicht, was es wird. Dann fahren wir da rüber. Auf der schönen langen gerade sage ich schon Kurve. Fahren wir wieder rüber. Einfahrt in den Bahnhof. Dann fahren wir wieder rüber zum großen Schattenbahnhof. Der wo dann quasi auch, da ist ja quasi eine Ebene und da kommt ein Berg, ein halber Berg, also von der Höhe her auf die Höhe. Und dann wird oben auch nochmal was stattfinden. Entweder nur Industriegleis für einen Steinbruch oder wirklich dann nochmal eine Kehrschleife und zurück. Das kommt jetzt auf. Ja, mit der Ecos funktioniert das jetzt auch. Die angeschlossene Belegmelde wird mir auch angezeigt im Mäusekino. Ja, und ich würde sagen, jetzt fahren wir noch eine Runde. Man ist alles tutti. Also Fahrer tut alles. Das Problem ist, bei denen Gleise, Moment, Gleise sage ich schon, bei denen Schüttwägen, wo ich habe, die verlieren entweder der Haken, die lassen auf oder die Gleisen fruchtbar. Da muss ich wirklich gucken, dass ich das auch mit den Koppelstangen irgendwie realisiere. Ja, hinten der, wo ist er denn, da ist er, na, ein paar Geldgröße. Bereinigungswagen, der läuft eigentlich immer mit, weil das ist klar, weil das ist ewig lange unten gewesen, die Gleise, ohne dass irgendwas drauf gefahren ist. Somit immer viel Staub. Also dann fahren wir eine Runde schnell. Ja, war ja klar, gell? Weichen muss ich besser putzen.
die nächste Schwachstelle, die Weiche. Na, jetzt geht er rüber. Der verliert nicht gleich wieder den Wagen, der. Ja, wieder mal super weich. Das ist bei dem, was er halt ab und zu, da ist der ganz groß gesteckt, guck mal. Ah. So, mal Freunde, jetzt habt ihr mal was gesehen, wie weit ich jetzt schon mal mit meiner Anlage bin. Klar, es gibt noch massig zum Tun, also Gleise muss ich festmachen, wo der Kartdauer so kritisch ist. Und die Sensorgleise und die Weichen muss ich besser putzen, damit ich mal einfahre, wie ich es am besten mache. Weil der Reinigungswagen, wo ich habe, wo ist der denn da hinten? Der ist nicht schlecht, der reinigt schon, aber die, an die Weichen hat er immer wirklich. Da wird man dann auch noch, wird man ums händische Reinigen nicht vorbeikommen, sagen wir mal, Grundreinigung zumindest. Ja, wichtig ist noch, das zweite Panel da hinten muss ich noch machen. Da gibt es noch ein bisschen was zu machen und da hinten der. Die Notverkabelung muss ich noch schöner machen und auch final festlegen. Ja, der nächste Schritt war jetzt hauptsächlich, das war ja die Kabel, aber dann der übernächste Schritt wäre dann mit dem Train Controller, die Blöcke und das ganze Gedöns. Muss ich mal einschauen, wie ich das machen soll und wie ich das zusammenbringe, sage ich jetzt mal. Und scheiß Weiche hinten wieder. Das muss ich noch schauen, wie ich das zusammenbringe. Ja, aber ansonsten bin ich froh, dass er jetzt läuft. Schon schön jetzt, wenn man jetzt richtig was dran hocken kann, mal eine halbe Stunde und mal nur zuschauen. Schon schön. Macht auch richtig Spaß jetzt. Und ich sage jetzt mal so, es macht auch wieder mehr Spaß als die tagelange Kabelzieherei und Strippenzieherei. Da habe ich dann auch ab und zu mal die Lust verloren, muss ich ehrlich sagen, weil das ist dann. Hast du Hunderte von Meter Kabel verdonnert, sag ich mal. Na, Hunderte ist gut gesagt, aber so 200 war schon sein, 300 vielleicht. Und du machst nichts anderes. Und du gehst am, ich habe ja schlecht Wetter zur Zeit oder halt Urlaub. Und du kommst in der Früh runter oder am Nachmittag oder am Vormittag, legst dich auf der Rollbrett, gehst unter die Anlage und spulst eine Rolle nach dem anderen ab durch. Und da irgendwann verbraucht das echt Lust. Und ihr wisst ja selber, also die, wo jetzt auch Großanlage haben oder wo auch bauen, Großanlage, ich meine, das ist ja ein Mittelding, sage ich jetzt mal. Und das geht echt auf die Nerven und auf die Lust vor allem und auf die Geduld. Und jetzt habe ich entschlossen, dass ich da hinten das Panel jetzt doch
provisorisch zusammenschließt, dass ich ein kleines Erfolgserlebnis habe. Ja, also dann, wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, dann gibt es mir ein Like, Daumen hoch oder die neuen abonnieren mich bitte unten. Freut mich tierisch, wenn es steigt und auch dann sehe ich auch, dass es euch gefällt, was ich mache und wie ich es mache. Gleich weg mit Videoprofi, das möchte ich heute machen. Aber es geht ja hier um Modellbahn und nicht um Schnitt und Videotechnik. Also, wie gesagt, die neuen bitte abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und wenn euch der Film gefallen hat, gebt mir ein Like. Dann wünsche ich euch was. Nächste Video kommt auch nächste Woche, übernächste Woche dann. Also, tschüss.